So, liebe Leute, willkommen zum Daisy Cup der Urlaubstour, ne? Und wir beginnen diesen Cup mit unserem Touristentoad, ne? So, in Bangkok hier mit rosa Elefanten, ne? Da soll man beinahe sagen, es gibt keine rosa Elefanten, ne? Dann könnt ihr euch anders erzählen. Könnt ihr sagen, in Bangkok, ne? Gibt es rosa Elefanten. So. Maurizio. So. Übrigens, liebe Leute, habe ich jetzt vor ein paar Tagen habe ich endlich meinen Nintendo Switch Lite verkauft. Ja? Und zwar dem Hackern. Ja? Und zwar bei eBay, der hat das da reingestellt gehabt, die Nintendo Switch Lite. Und ja, hat jemand dann auch Interesse gezeigt. Ja? Und zwar war das der Hackern. Ein Türke ist das. Ja? Der hatte mich wann war das? Vor ein paar Tagen besucht gehabt. Hatte zwar fast nur Englisch gesprochen, ne? Aber muss sagen, war ein sehr netter, junger Mann. Und ja, und da habe ich mit ihm direkt die WhatsApp-Nummer noch ausgetauscht, ne? Weil ich muss sagen, war, ja, war ist richtig freundlich gewesen auch und ja, kann man schön mit ihm in Kontakt bleiben, ne? Ja, ihr seht, auch so kann man neue Kontakte kennenlernen, ne? So. Sogar über eBay. So. Ja, und er freut sich mit meiner Nintendo Switch. Ne, ich habe ihm heute schon nochmal geschrieben. Ich habe das ja ihm damals mit, ja damals, vor ein paar Tagen sagen wir, mit Pikmin 3 verkauft. Ne? Ja, weil ich habe jetzt eh die neue Switch, also die Pokémon Switch. Ne? Mein Arbeitskollege hatte ja auch diese Pokémon, diese schöne graue Pokémon Switch gehabt. Diese Switch Lite. Und da habe ich gesagt, ja, die muss ich mir dann auch unbedingt holen. Wo ich viel Geld hatte. Und dann habe ich mir gekauft gehabt. Und dann brauche ich jetzt die alte nicht mehr. Ne? So, und wir haben es geschafft. Wir fliegen mit unserem Touristen und dem Herzchen ins Ziel. Ne? So. Und ich habe mir gedacht, liebe Leute, da sich dieser Cup ja um den Daisy, um Daisy dreht, werden wir den Cup auch nur mit Daisy machen. Deswegen war jetzt der Tod nur, weil er unbedingt auf das Cover war, habe ich ihn genommen. Aber jetzt geht's los mit Daisy. So, und wir beginnen diesen Cup, würde ich sagen, ich gucke mal, was wir hier Schönes haben, okay. Wir nehmen mal hier dieses schicke Cowboy, diese schöne Cowboy, diese schöne Kutsche, meine Güte, Leute, was ist los? Und schon hier im Weltbesten, du. So. Kommt hier unser Thai Daisy mit der Kutsche und den Piranha-Pflanzen. So. Mr. Big ist auch dabei, okay. Mr. Big. Aber auch bei Goofy und Max war doch irgendwie, war nicht irgendwie so ein Mafia-Boss? Ich meine, das war ein Mafia-Boss. Naja, egal. Die Mafia ist überall, wie ihr seht. So, ja. Dann nochmal Bangkok. Mit dem rosa Elefanten. Diesmal haben wir aber Thai Daisy. So, mit der wunderschönen Kutsche. Ist auch nicht, wie ich auf Cowboy komme irgendwie, aber wahrscheinlich wegen rosa, meine Güte, wegen Pauline als Cowboy, weil dieses Ding war ja dabei in der Röhrentour, wo Pauline auch dabei war, als Cowboy Girl. So, jetzt konzentriere ich mich mal hier rauf. Gucken wir noch schön die Läden an, was es alles gibt. So. Gucken wir hier die Elefanten. Noch eine
eine goldene Statue und wieder unser rosa Elefant. So. Kannst du töten? Nein, natürlich nicht. So. Eieiei, was haben wir erwischt? Von Mario. Mario! So. Oh, guck mal, da war ein Daisy-Laden. Princess Orange. So. Ja, seit es Prinzessin Orange gibt, ist die Orange meine Lieblingsfrucht. Nein, das ist die Kiwi immer noch. So. Und geschafft. Tada. Mit unserem schönen Kutsche hier, ne? So. Gut, sehr schön. Was haben wir als nächstes? Peach Piste, okay. Ja, da würde ich sagen, da nehmen wir doch... Nehmen wir doch mal... unsere Summer Daisy nochmal. Mit, mal gucken, welches Auto. Wir hatten eben schon die Kutsche gehabt. Dann nehmen wir jetzt mal hier die andere Kutsche. So. Mit dem schönen Pilz. GBA, Peach Piste, rückwärts und trickreich. So, ja, diese Kutsche hier haben wir aus der Nachttour, ne, aus Italien. So. Dann wollen wir mal. Ich glaube, das ist eine Weinkutsche oder so, ne? Kann das sein? Egal, wenn wir verlieren, ja, betrinken wir uns. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Wenn wir verlieren. So. So, und wir haben es geschafft. Tada! Sehr schön. So, und eine haben wir noch. Eine wunderschöne Strecke im Daisy Cup. Und das ist natürlich das Badezimmer, ne? So, und hier kann man nochmal richtig schön die Sau rauslassen. Und zwar nehmen wir hier nochmal Summer Daisy. Sowie den wunderschönen pinken Kinderwagen, ne? Den wir eben schon hatten. Außerdem ist dieser Kinderwagen seit der Tour neu mit dabei. Ne? Könnt ihr im Shop holen. Für 70 Rubine. Und dazu gibt es dann hier noch diese wunderschöne Seife, ne? Damit wir auch sauber bleiben. So. Oder kann sich Daisy ihre Käsefüßchen waschen?
mit. So. Butt Parkour rückwärts. Ne? So, auf geht's mit dem wunderschönen Kinderwagen. Lila Kinderwagen. So, und es geht direkt bananig zur Sache hier. So. Und das Klo auch was zu tun hat. Jetzt mal Banane fürs Klo. So. Und ab geht's in den Abfluss. So, da ist wieder der schöne Ring. So. Sammeln wir das Zeug ein. Hier können wir die Bremse drauf springen. Und ab geht's nach oben. Oh, das ist so cool, da werden wir echt eine Stunde lang spielen. Das macht so einen Spaß. Das ist übrigens bisher mein absolutes Favoritenlevel hier. Von den Nitro-Touren, von den Nitro-Strecken. Also von diesen speziellen Strecken in Mario Kart Tour. Es war es ja diese Piranha-Pflanzen-Bucht. Aber das also hat immer alles getroffen. Wirklich, das ist so cool gemacht. Das macht so einen Spaß hier. Guck mal, jetzt sogar durch den Ring hier. Jetzt können wir Daisy heiraten. Hoho! Ich habe ihr einen Ring gegeben, sozusagen. So. Geschafft! So. Und da es so einen Spaß gemacht hat, liebe Leute, das Badezimmer, muss ich es leider nochmal spielen. Ja, es macht so einen Spaß, tut mir leid. Deswegen kommt jetzt nochmal die Standard-Daisy zum Einsatz im Badezimmer. Ne? Und wir nehmen, ich muss mal gucken, was wir hier Schönes haben. Nehmen wir doch das schöne blaue Boot. Oder sollen wir diese Seifenwolke nehmen da? Die schöne. Nehmen wir die Wolke mit Seife. Ne? Guck mal hier. Passt doch gut. Die Wolke mit der Seife. Sozusagen Schaum, ne? Wolkenschaum. Ja, nochmal. Butt Parkour rückwärts. Diesmal aber mit Standard Daisy. So, auf geht's. So, und wir haben den wunderschönen grünen Panzer hier, ne? Volle Panzerpower hier. So. So, übrigens diese Dinger hier, die gibt es irgendwie nicht in Deluxe, warum auch immer. So, boah. Jetzt ist der Abfluss mehr verstopft. So. So, die mechanischen Fische sind auch dabei. Die konntet ihr zuletzt sehen, meine ich jedenfalls, wenn ihr nicht drauf geachtet habt. Im Wasserpark von Mario Kart 8. So. So. Gucken wir hier die schöne Seife. Die macht sogar schöne Seifenblasen. Wenn ihr seht, bitte. Das ist doch echt schön. Ein wunderschöner Gleiter. Gefällt mir. Sowas gefällt mir. So. So kann Gimmicks noch, das ist toll. So. So.
Sehr schön. Wow, wow, wow. Und noch getroffen. Ja. Ach, das macht so einen Spaß, Leute. Ich könnte echt das stundenlang spielen. Ach komm, einmal noch. Einmal müssen wir noch machen. Diesmal aber nochmal mit Standard Daisy und dem blauen U-Boot. Oder nee, wir haben ja schon Standard Daisy gehabt. Dann nehmen wir mal passend dazu. Warte mal halt. So. Und nochmal die Seife. So, jetzt aber zum letzten Mal, Leute. Ich verspreche euch. Jetzt ist zum letzten Mal. Dann ist gut. Dann machen wir weiter hier im Text. Ja. So. Noch einmal Backparcours rückwärts. Sonst verliere ich hier noch Abonnenten dadurch. So. Ach, ist das schön. Auch die ganzen schönen Sachen, die man hier an sich angesehen kann, ne? Wirklich, wirklich tolle Sachen. Viele tolle Easter Eggs. So. Yippie. Und da ist er wieder, unser mechanischer Freund. So, gucken wir die ganzen schönen Kassetten. Da kennen die meisten von euch gar nicht mehr, ne? Das hat man früher im Kassettenrekorder mal gepackt. Aber heutzutage gibt es sowas nicht mehr, ne? Heutzutage gibt es noch hier Handy und was weiß ich nicht. So. Oh, guck mal, da hinten die Schlappen von Daisy. Die Schlappen. Oh, das ist doch was Schönes. Könnte man direkt mal dran schnuppern. So. Ja, jetzt geht's weiter mit dem schönen U-Boot hier. So. So. Und ich würde sagen, damit haben wir den Daisy Cup jetzt aber wirklich, wirklich durch. So. Das war's mit dem Daisy Cup. Und nun geht's weiter. Weil wir können ja nicht ewig hier verbleiben. Deswegen geht es gleich weiter mit dem Schaumcup. Nein, mit dem Lucky Two Cup. Also, bis dann.